Mein Name ist Idrisia Hamza, ich bin bosnisch-marokkanischer Herkunft und heute trage ich eine bosnisch-herzegowinische Tracht, nämlich eine muslimische Tracht. Die Tracht, die ich heute mitgebracht habe, stammt ursprünglich aus Bosnien und Herzegowina. In Bosnien und Herzegowina gibt es viele verschiedene Trachten, die durch historische und gesellschaftliche Einflüsse unterschiedliche kulturelle Einflüsse hat. So gibt es muslimische, serbisch-orthodoxe und katholische Trachten für Frauen und Männer. Ich trage heute eine muslimische Tracht. Das, was ich anhabe, besteht aus einer Bluse, Koschulja genannt, aus einem Jelek, aus der Hosen, Dimir genannt. Ich trage Papuche und auf meinem Kopf trage ich eine Kopfbedeckung, das nennt sich Tasfes, mit einem Kopftuch, auf Bosnisch Shamia genannt. In Bosnien gibt es gewisse Regionen, in denen auch katholische und serbisch-orthodoxe Menschen eine ähnliche Tracht tragen. Diese Tracht wird in der Heimat auf kulturellen Festen, bei Folklorentänzen und Vereinen getragen oder zu religiösen Anlässen. Ich habe in Osnabrück diese Tracht über Jahre in unserer Folkloregruppe getragen und trage die nach wie vor bei bosnischen Veranstaltungen hier in der bosnischen Community.